Es gibt keine Fehler, nur wer den Fehler zulässt, begeht den Fehler wirklich. Ich bin der Meinung, dass wir Menschen kaum bzw. viel weniger Fehler machen, als wir eigentlich denken. Nur die Interpretation in einen Fehler ist falsch, beziehungsweise was wir daraus machen, ist meiner Meinung nach falsch. Was ist überhaupt ein Fehler? Ein Fehler ist meistens eine Sache, die wir tun und im Endeffekt bereuen. Das heißt, es kann ein Fehler sein, ohne Helm Fahrrad gefahren zu sein, auf die Fresse zu fliegen und mit dem Kopf auf den Stein zu knallen und eine Gehirnerschütterung zu haben. Es kann sein, dass man sich das neueste Handy gekauft hat für 1.500 € und man dann im Laufe des Monats gar kein Geld mehr hat, um sich vernünftig Essen zu leisten. Wir können Tausende, Hunderttausende Fehler machen und wir machen auch jeden Tag Fehler. Jeder Mensch macht jeden Tag Fehler. Das eine ist ein kleinerer Fehler, wenn ich das beim Nudeln kochen das Wasser überlaufen lasse, ist es ein kleinerer Fehler, als wenn ich mir, wenn ich so viel Geld ausgebe, dass ich im Laufe des Monats gar kein Geld mehr habe, um mich damit selber zu versorgen. Und natürlich gibt es noch viel, viel größere Fehler und viel, viel belanglosere Fehler. Aber dieser Fehler ist meistens oder ist eigentlich nur relativ. Denn ein Fehler kann, so wie es ein Fehler ist, auch etwas sein, das uns etwas bringt. Wir können aus quasi jedem Fehler etwas Positives machen. Kocht uns das Wasser über, ärgern wir uns darüber, es ist ein Fehler. Was können wir machen? Wir können gucken, weswegen ist dieser Fehler aufgetreten. Höchstwahrscheinlich habe ich das nicht beobachtet, habe das Wasser oder den Herd viel zu heiß gestellt und dadurch ist es überlaufen. Das ist jetzt ein total banales Beispiel. Aber es gibt auch hunderttausend Sachen, wo wir unser Geld investieren können oder wo wir unser Geld sinnlos rausballern können und das am Ende bereuen. Und das Ganze ist nur so lange ein Fehler, wie wir es durchgehen lassen und eventuell nochmal machen. Beispielsweise, wir schreiben eine schlechte Note in der Schule und oder in einem vielleicht sogar wichtigen Fach schreiben wir eine 6. Das ist natürlich mega beschissen und es wirft uns im ersten Moment auf jeden Fall erst wieder zurück. Aber wenn wir das nutzen, um uns selber das nächste Mal zu motivieren, eine bessere Note zu schreiben, war diese 6 am Anfang meiner Meinung nach kein Fehler, sondern sie hat uns gebracht, uns motiviert bzw. uns daran angeregt, uns beim nächsten Mal viel mehr Mühe zu geben. Das kann man, wie gesagt, auf tausende Sachen beziehen. Ob ich jetzt mein Geld für irgendwas investiere oder ausgebe und es dann bereue, weil die Ausgabe vielleicht ein bisschen zu hoch war, weil ich nicht vernünftig darüber nachgedacht habe, dann kann ich aus diesem Fehler lernen, das in Zukunft besser machen. Und da gibt es natürlich tausende kleine Beispiele, tausende kleine Fehler, aber es gibt auch riesige Fehler. Es gibt vielleicht Fehler, vielleicht wollen wir in unserem Leben irgendwas erreichen. Und ich sage euch, egal was ihr erreichen wollt, es wird immer wieder Ups und Downs geben. Ich kann beispielsweise, ich fange mit Fitness an, mache das jetzt seit 6 Wochen, ziehe meine Ernährung strikt durch, möchte vielleicht abnehmen und dann esse ich oder gibt es einen Tag, wo ich wieder rückfällig werde, wo ich mich absolut voll fresse. Es gibt vielleicht möchte ich aufhören zu rauchen und ich ziehe es 3 Wochen durch und dann habe ich wieder einen Tag, wo ich dann plötzlich wieder anfange zu rauchen, weil ich das Bedürfnis zu stark verspüre. So, jetzt können wir natürlich da vollgefressen, vollgequalmt sitzen und denken, Scheiße, ich bin rückfällig geworden. Die ganze Arbeit davor hat sich überhaupt nicht gelohnt, das hat überhaupt nichts gebracht, weil jetzt bin ich eh wieder rückfällig. Scheiße, noch eine Kippe, noch ein Steak. Klar, dann ist es hundertprozentig ein Fehler. Und das ist es auch, das ist nicht nur ein Fehler, es ist wirklich Dummheit. Weil das sind Dinge, die wir uns vorgenommen haben und nicht durchziehen. Und wie gesagt, überall treten diese Fehler auf und jedem kann das passieren. Und anstatt jetzt in Selbstmitleid zu versinken und dadurch diesen Fehler noch viel größer werden zu lassen, oder ob wir uns jetzt aus diesem Fehler daraus lernen und versuchen, das Beste daraus zu machen, ist ein riesiger Unterschied. Das eine ist die Gewinnerseite und das andere ist die Verliererseite. Ja, ihr seid ein Loser, wenn ihr euch was vornehmt und das nicht richtig durchzieht und es dann schleifen lasst und dann am Ende komplett lasst. Wenn es mit einem fetten Fehler, wie beispielsweise mit einem fetten Fressflashback anfängt oder dass ihr mal dann plötzlich eine ganze Schachtel am Tag raucht oder hunderttausend andere Sachen. Ja, es ist ein Fehler. Es ist aber nur so lange ein Fehler, solange ihr es zulasst. Wenn ihr sagt, okay, ich bin rückfällig geworden, das war scheiße. Wie mache ich das beim nächsten Mal besser? Vielleicht sollte ich meine Diät ein bisschen anpassen. Aber sollte ich jetzt komplett auf die Diät scheißen? Ich glaube nicht. Und gerade bei solchen großen Dingen, wenn wir jetzt beispielsweise 6 Wochen Diätet haben und dann einen fetten Fressflash kriegen, dann ist es so, dass es uns danach oder spätestens am nächsten Tag ziemlich beschissen geht. Genau das gleiche mit Alkohol. Nein, es ist okay, Alkohol zu trinken. Für die Leute, die es gerne mögen oder gerne es wollen, ist es total okay zu trinken. Aber wenn ich mich jetzt am Wochenende besauf und die komplette Party vollkotze
und mich komplett blamier. Es ist natürlich peinlich und es ist ein Riesenfehler gewesen. Was kann ich jetzt machen? Ich kann beim nächsten Mal weniger oder gar nichts trinken. Oder ich kann beim nächsten Mal wieder so übertreiben. Oder ich kann die nächsten 3 Male weniger trinken und dann wieder komplett übertreiben. Dann darf ich mich aber nicht über meine eigenen Fehler beschweren, weil ich kenne mittlerweile die Wirkung meiner Fehler. Ich weiß mittlerweile, es passieren Fehler, Menschen machen Fehler. Aber wenn wir daraus lernen, dann ist dieser Fehler eher eine Lesson, eine Unterrichtsstunde quasi, was uns etwas bringen kann. Wenn wir allerdings es zulassen und es akzeptieren und in Selbstmitleid versinken, dann ist dieser Fehler ein wirklicher Fehler und erst dann ist es meiner Meinung nach ein Fehler. Solange wir aus einem Fehler lernen und es in Zukunft besser machen, ist es meiner Meinung nach kein Fehler. Da solltet ihr vielleicht mal drüber nachdenken, weil viele Dinge, über die wir uns ärgern, suchen wir mal andere Schuldige, aber im Endeffekt sind wir meistens selber die Schuldigen. Und wenn man einfach mal ein bisschen drüber nachdenkt und das ein bisschen reflektiert und drüber nachdenkt, was man in Zukunft besser machen kann, dann werden einem diese Fehler auch nicht mehr so oft passieren und dann ärgert man sich im Endeffekt auch nicht. Weil ganz viele Leute nutzen einen kurzen positiven Moment und riskieren damit einen langen negativen Moment. Beispielsweise mit dem Alkohol. Klar, ich habe abends vielleicht 2 Stunden Spaß, aber erstens weiß ich am nächsten Tag nichts mehr von diesen 2 Stunden. Zweitens, wenn ich nüchtern wäre und diese 2 Stunden erlebt hätte oder mich selber erlebt hätte, hätte ich mit Sicherheit keinen Spaß gehabt. Und drittens ist es absolut negativ. Mir geht es am nächsten Tag beschissen und vielleicht sogar noch am übernächsten Tag. Deswegen sollte man das immer etwas reflektieren, gerade wenn man der Meinung ist, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ich habe da oder da übertrieben und das Ganze reflektieren. Weil solange wir uns selber reflektieren und aus diesen Fehlern lernen, sind es meiner Meinung nach keine Fehler, sondern eher so Lehrstunden, Lessons. Wir können daraus lernen. Das war schon, was ich euch sagen wollte. Es gibt keine Fehler, nur wer den Fehler zulässt, begeht den Fehler wirklich. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, Leute.